Ey, Digga, manchmal denke ich mir wirklich, also was bin ich überhaupt für ein Mensch? Wir haben es 3.50 Uhr. Mein normalmenschlicher Verstand hat gesagt, komm, dreh das Video. Bruder, nicht mal 1% Kohlensäure drin. Ich würde sagen, wir reden nicht um den heißen Brei, sonst wird er natürlich wieder kalt. Und zwar reagieren wir auf ein Video von Badisch Kader. Auf Badisch Kader hat mir ja schon mal reagiert. Das war das eine Video, wo er gefühlt ganz Europa zensiert hatte. Ich hoffe an der Stelle, dass er in diesem Video nicht ganz Europa zensiert. Das Video heißt Date or Not in Hannover extrem. Digga, da muss es abgehen. Sixpacks. Ja, oh, es geht gut los. Sixpack versus Fußballer Edition. Alles klar. Was geht ab? Das ist nicht Badisch Kader. Was geht, Leute? Ich bin's, euer Badisch Kader. Ja, ich hab Bart bekommen. Ich hab meine Haare gefärbt. Mohammed, komm mal rein. Diese Intros, die wirklich genau so anfangen mit: Ja, ich bin der und der, ich hab ein bisschen Bart bekommen, dies, das. Das sind wirklich auf der Top-Skala ganz weit oben, wenn es darum geht, dass es nicht witzig ist. Was geht ab, Mohammed? Bruder, es ist zu wild geworden. Mohammed, erzähl mal was. Wild heute. Ach, Bruder. Sitzt er da nicht mehr? Meadow? Vorhin saß da noch Meadow, aber der ist jetzt auch anscheinend auch gegangen, weil er sich irgendwie schämt, keine Ahnung warum. Auf jeden Fall, wir drehen heute was richtig krank. Ich habe gesehen, das Kiss, Mary, Kill Video ist abnormal krank bei euch angekommen. Und ich dachte mir, zur Feier des Tages müssen wir ein... Und zwar, wir drehen einen Teil 2 und zwar die... Also ich muss auch sagen, er ist echt gut vorbereitet. Sprich, ich kenne das ja selber in der Stadt, das ist ja die ein oder andere Leute, die in gewissen Situationen Fax machen. Da kann er natürlich auch sehr schnell agieren, weil sein Mikrofon nicht nur ein Mikrofon ist, sondern auch eine Waffe, ein Schlagstock. Seht ihr das da unten? Damit kann er einfach jemanden auf den Kopf hauen. Der ist Pi mal Daumen 2 Monate schlafen. Wir haben 2 wunderschöne junge Herren dabei. Jungs, kommt erstmal rein. Kommt mal rein. Die anderen, komm mal her. Bruder, was geht? Stell dich erstmal ganz kurz vor. Bruder, ich bin Alex. Ich muss auch mal sagen, bei diesen Date-or-Not-Geschichten, die Jungs, die da immer bewertet werden, haben einfach immer Nudeln. Nudeln auf dem Kopf. Oh, Bruder, das meint er nicht ernst, ne? Jetzt wird's langsam unangenehm. Haben wir noch den zweiten am Start. Brudi, stell dich auch mal ganz kurz vor. Ja, ich bin Nudeleintopf 2. Joel, 16 Jahre alt und ich spiele Fußball, ne? Ich muss sagen, die Schuhe sind geil. Ich schwöre, die Schuhe fahre ich ehrlich. Aber das Ding ist, die Schuhe kann ich leider nicht tragen, weil meine Fußnägel sind so scharf, die schneiden diese Socke da oben auf, ich schwöre. Das meine ich jetzt wirklich ernst, ne? Wir stellen den beiden den Mädels vor und die sagen denen deren Meinung über die und die haben ein bestimmtes Talent, was sie denen vorstellen werden. Habt ihr bestimmt eben gerade schon gesehen. Warte, wir spulen einfach Intro mal vor. Ich bin Emilia und bin 17 Jahre alt. Und du? Martina und 18. Ich heiße Simge. Elia. Also ich bin Kader, ich bin 14. Birgit auch 14. Ich bin Nelly, ich bin 15. Ich bin Anna, ich bin 16 gestern geworden. Wer hat jetzt danach gefragt? Hammam, du bist 16 geworden, aber wer zum Teufel hat gerade danach gefragt? Tita und 14 Jahre. Oh, Badisch. In einem Video muss wirklich immer einer zensiert werden, ne? Das ist echt schon so eine Tradition. Bevor wir erstmal anfangen, das Organisatorische. Dieses Video wird auf YouTube veröffentlicht. Seid ihr damit einverstanden? Ja. Ja? Ja, alles klar. Ja. 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 Warum hat sie ihr Alter jetzt nicht erwähnt? Das hätte ich mir jetzt gewünscht. Dieser Film kommt so, meine Familie, meine Brüder, sonst nein, was so. Alles gut, ich habe keine Brüder. Okay. Alles gut. Jawohl, ja! Stellt euch uns wahrscheinlich Personen vor und dann suchen wir halt aus, ne, oder nicht? Genau so sieht's aus. Erstmal stell dich erstmal ganz kurz vor für die zwei wunderschönen Damen. Ich bin Alex, 17 Jahre alt. Frage ist, wo er hinguckt. Jetzt rein vom Optischen und von dem, was ihr gesehen habt. Wen würdet ihr daten? Aber ja, das ist gar nicht meine Team. Eigentlich auch nicht, aber ihn. Wieso? Ja. Zu ihm kann ich nicht. Ey, die haben auch nie. Alter, jetzt dreh ich gleich durch. Die haben auch nie einen Grund dafür. Mädels, wenn ihr schon irgendwie auf irgendjemanden zeigt, dann müsst ihr auch natürlich einen Grund parat haben. Du kannst nicht sagen, ja, ihn. Ja, warum? Du musst ja schon wirklich einen Grund haben. Ich hab euch mal, die beiden Jungs stehen vor euch. Ihr habt die Wahl. Nehme ich ihn. Wen würdet ihr nehmen? Also, ich bin ehrlich, ich würde keinen von euch beiden nehmen. Wieso? Keine Ahnung. Ich stehe nicht auf Locken, auf Ohrringe sowieso nicht. Aber nein, ihr seid bestimmt nett und so, aber... Der Linke ist wirklich einfach nur Prototyp. Boy, ich schwöre, Locken, ich weiß nicht, bei wie viel Grad die Nudeln gekocht sind und dann auch noch ein Ohrring. Bruder, das passt einfach perfekt zusammen. Optisch schnell jetzt erstmal schöner. Oder wen würdet ihr eher daten? Alex. Warum? Weil ich feiere seinen Style richtig. Also, ich mag seinen Pulli. Sein Pulli, seine Schuhe. Schön. Warum ihn nicht? Was gefällt euch an ihm nicht? Nein, also sein Gesicht, seine Haare so ganz gut, aber seinen Pulli mag ich nicht und diese Hose auch nicht. Schuhe sind gut. Wen würdet ihr eher daten? Er. Ihn. Wieso? Ich weiß nicht wieso. Aber warum? Ey Mädels, habt ihr nicht mal einen Grund dafür? Jetzt erstmal vom rein optischen Stern, von dem, was ihr beide von den Jungs gesehen habt. Wen würdet ihr daten? Den. Ihn? Warum? Ich mag seine Haare. Er hat Rohrlocken. Nein, er gefällt mir besser. Okay, und du? Warum? Er ist besser. Die Jungs werden euch jetzt zeigen, was sie drauf haben. Ihr dürft je nachdem entscheiden, dann, wen ihr dann doch eher nehmen würdet. Ey, guck mal, wenn ihr einen Fußballstar als Ehemann haben wollt, da steht der Preis, bist du dran. Ey, der meint's auch ernst, ne?
Der meint wirklich ernst. Sag die Mädels. Fußball. Ja. Warum? Steht nicht auf Sixpacks? Nicht so. Ehrlich nicht? Nein, nicht so. Und du? Das juckt mich eigentlich gar nicht. Weniger als dir! Boah, tschüss, guckt euch den an. Walla, wer kann das? Ja, man merkt auf jeden Fall, Dan Roth stammt auf jeden Fall von einer fußballtalentierten Familie. Eigentlich, ich wechsle mit meiner Sympathie. Ja. Und meine Sympathie kommt aus dem Bauch heraus. Deswegen. Oh, tschüss. Was sagt ihr? Nein, trotzdem beide nicht. Herzhaft? Nein. Ey, was seid ihr für Mädels? Ja, was ist bei euch? Ihr steht nicht auf Sixpack, ihr steht nicht auf Fußball. Worauf steht ihr? Was soll ich mit seinem Sixpack? Kann man angucken. So, wenn ich jetzt zwischen den beiden jetzt entscheiden müsste, ja. Wieso? Keine Ahnung. Wieder keine Ahnung. Also muss ich mir jetzt wirklich Ohrfeigen klatschen? Wir beiden können doch jetzt 21 spielen. Ja, Mann. Jetzt kommt der interessante Part. Kennst du das Spiel 21? Olli? Ihr beide zählt jetzt bis 21. Jeder darf drei Zahlen weitergehen. Das heißt 1, 2 oder 3 weitergehen. Und wer die Zahl 21 sagt, hat verloren. Der Gewinner bekommt die Nummer. Ja, wenn er gegen dich gewinnt, bekommt er deine Nummer. 17, 18. Auf Chill 19, 20. 21. Ja! Das Ding ist, ich kannte da irgendwie einen Trick. Aber bis ich euch jetzt irgendwie den Trick erkläre, dauert das auf über Jahrzehnte, weil ich bin echt ein bisschen zu müde. Direkt, Handy raus. Irgendwas mit, man sollte nur gerade Zahlen sagen. Irgendwie sowas, glaube ich. Raus. Wenn er gewinnt, kriegt er einen Kuss von dir. Bist nein, dabei? Sowas mache ich nicht. Kuss auf die Wange. Ja, okay, das stimmt. Machst du? Ja. Okay, also für 2 Sekunden war sie in der Ramadan-Zeit und meinte, ich bin nicht so eine. Aber da hat sie ganz schnell gemerkt, die Sonne ist wieder aufgegangen. Da kann sie auf jeden Fall wieder einen Kuss verteilen. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Okay. Oi, der war richtig süß, ja. Man munkelt, die sind danach zusammengekommen. 19, 20. Right. Du hast sie verdient, Bruder. Du hast sie verdient. Gibst du ihm deine Nummer? Ja, hier. Ich rette dir auf. Ja, hier. Abo, was mit dem Licht passiert? Deine Freundin ist an der Reihe. Wir machen jetzt Folgendes. Bei euch ist die Aufgabe ein bisschen härter. Und zwar spielt jetzt 21. Wenn er gewinnt, musst du ihm einen Kuss geben. Auf die Wange, Mund, wie du willst. Ich bin gespannt. Höchstwahrscheinlich wird sie wieder verlieren. Und ich bin gespannt, ob sie sich für einen Wangenkuss entscheidet oder für einen Mundkuss. Aber ich denke eher für einen Wangenkuss. 7, 8. 19, 11. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ja, guck, der Trick ist es eigentlich nur gerade Zahlen zu sagen. Sprich, 1, 2, dann sagt sie zum Beispiel 3, dann sagst du 4, dann sagt sie 5, 6, dann sagst du 7, 8. Man muss eigentlich immer nur gerade Zahlen sagen. Da hat man es auch ganz easy gewonnen. 21. Rein in Eurer! Wo willst du ihn küssen? Ein Kuss auf die Wange. Oder auf den Mund, wie du willst. Oder auf den Mund, du kannst auch auf den Mund, ne? Ja, okay. Ich erwähne es nochmal, man munkelt, die sind jetzt auch zusammen. Das war's schon. Was sagen die Kommentare? Ach du Kacke, so Fremdscham, als er sein Sixpack zeigt. Irgendwie richtig cringe, wo er seinen Bauch gezeigt hat. Sixpack bei dünn zählt nicht. Ich bin ja auch dünn. Wenn ihr wollt, kann ich euch auch ganz kurz mein Sixpack zeigen. Sehe ich aus, als wäre ich cringe.